Flugzeuge. Mittlerweile Standard in unserem Leben. Man sieht sie jeden Tag, hört sie jeden Tag. Die einen fühlen sich vom Lärm belästigt, andere wiederum sind schon immun dagegen. Wie ich zum Beispiel. Aber das nur nebenbei. Egal ob ein Businessflug von Frankfurt nach München oder ein Urlaubsflug an die weißen Strände der Malediven. Fliegen ist heutzutage nicht mehr wegzudenken. Ich meine, okay, wenn man sich das mal vor Augen führt, so ein Flugzeug ist schon echt was Krasses. Wir alle kennen ihn, den Airbus A380. 800 Passagiere haben Platz, 900 km/h schnell bei einem Gewicht von 280 Tonnen. Mit Passagieren wären das dann 336 Tonnen. Krass ey, was ein Vieh. 56 mal schwerer als ein Elefant. Okay, selbst der bildliche Vergleich ist irgendwie nicht vorstellbar. Und in wenigen Stunden ist man mit dem Vieh soeben mal am anderen Ende der Welt. Ich meine, wenn man an die Vorteile von so einem Flug und an den lang ersehnten Urlaub denkt, da ist das schon echt was Feines. Am besten noch die Business Class gebucht, sodass das Relaxen und Verwöhnen schon während dem Flug beginnt. Alles toll soweit. Wären da nicht diese miesen CO2-Abgase, die unsere Erde verschmutzen. Und ihr wisst schon, Erderwärmung und so. Da muss man nicht viel zu sagen. Aber ich denke, es ist echt mal interessant zu wissen, wie viel CO2 jeder einzelne von uns Passagieren mit solch einem Flug verbraucht. Bock auf eine Woche Malle? Ja, na klar, lass mal machen. Okay, hin und zurück 570 Kilogramm CO2-Emissionen. Als Vergleich, bei einem Jahr Autofahren liegen wir bei ca. 2000 Kilogramm Emissionen. Nur blöd, dass das klimaverträgliche Jahresbudget eines Menschen bei 2300 Kilogramm liegt. Oder doch, wie anfangs erwähnt, einen schönen Urlaub auf den Malediven? Okay, 5000 Kilogramm CO2 einfach mal in die Welt geballert. Krass, ey. Das heißt, mit einem Flug in unser Urlaubsziel sind wir bei ein Viertel bis hin zum doppelten Verbrauch unseres klimaverträglichen Jahresbudgets. Die Autoabgase wohlgemerkt nicht mit einberechnet. Okay, genug mit den Fakten. Wir möchten euch eine Website bzw. eine Organisation vorstellen, bei der man seine CO2-Emissionen kompensieren kann. Die Rede ist von Atmosphäre, eine Klimaschutzorganisation, die sich auf Reisen spezialisiert hat. Auf der Homepage kann man seine Flugroute eingeben und sieht dann, wie viel CO2 man verbraucht. Das ist erstmal interessant zu wissen. Aber zudem wird einem gezeigt, für wie viel Euro man die Klimagase seiner Flugreise kompensieren kann. Beispiel Frankfurt-Malle, 14 Euro. Dieser Betrag geht direkt an die Organisation und diese verwendet die Summe für bestimmte Klimaschutzprojekte in den Bereichen Energieeffizienz, Windkraft, Wasserkraft, Biogas und Biomasse und Solarenergie. Eine echt coole Sache, wie wir finden. Kompensieren ist allerdings auf lange Sicht gesehen nicht die Lösung gegen das Klimaproblem. Aber es ist zumindest ein erster Schritt, solange neue klimafreundliche Flugtechnologien noch nicht etabliert sind. Für uns ab heute gilt deshalb: Flüge versuchen zu vermeiden und wenn es gar nicht anders geht, dann bewusst zu reduzieren. Und dabei immer abchecken, ob man mit Atmosphäre seine Flugreise mit der gewünschten Airline vielleicht kompensieren kann. In diesem Sinne, meine Lieben, habt euch lieb. Ciao.